Wir sind hier noch im Hauptgebäude von Pegasus und wollen jetzt mal etwas weitermachen. Es gäbe verschiedene Möglichkeiten, zu anderen Abteilungen zu kommen, zum Beispiel mit dieser Zaubertür zur Abteilung Karl May, aber wir gehen lieber zu Fuß und sehen dabei noch einiges. Hier, wie gesagt, die Infoburg mit verschiedenen Hinweisen und übrigens auch Quellen zu kostenlosen Büchern im Internet. Das sind also alles entsprechende Schaltflächen da oben, wo man Bücher bekommt. Aber wir gehen mal ums Haus herum. Und dann hier entlang die SR Ranga Nathan-Gasse. Die Infos dazu gibt es übrigens immer in Notecards. Das war also ein indischer Mathematiker und Bibliothekar. Dann geht es dann hier weiter. Hier ganz wichtig übrigens auch der Kaffeeautomat. Und da sieht man schon, es geht weiter. Es geht weiter in Richtung Karl May über die Mona-Preiser Passage. Die erste deutsche Bibliothekarin. Und hier sehen wir den Strand. Ist ja immer sehr beliebt. Sowas. Passend zum Thema geht es hier immer den Mata Jane Kanariensteig. Besser bekannt als Calamity Jane. Da kommen wir dann an einem Buchautomat vorbei, an diversen Tiershows. Die linke Tiershow geht dann nur auf Klick weiter. Die rechte macht das von allein. Und hier gibt es natürlich auch ein Indianerzelt und natürlich Suppe am Lagerfeuer. Und natürlich ist es Buchstabensuppe. Ein Totempfahl mit Informationen. Das ist übrigens das Geburtshaus von Karl May. Hier kann man sich auch mal hinlegen oder setzen, um gemütlich etwas zu lesen in diesem Zelt. Da gibt es auch weitere Infos. Ein Buch zum Umblättern über die Indianer. Text wird auch als Notecard angeboten, aber dies ist auch ein Umblätterbuch, in dem man sich durch Umblättern informieren kann. Und da sind dann auch gleich die Fotos mit enthalten und die Bilder, sofern jemals vorhanden.
soweit so gut. Das ist aber alles noch nichts von Karl May direkt. Von dem haben wir hier eine Tiershow. Auf Knick geht es da weiter. Und hier geht es hinein. 42 Bücher sind hier vertreten. Das ist ein, sind besondere Bücherregale. Da klickt man dann auf die Stelle. Zum Beispiel, wenn man was zu Weihnachten möchte von Karl May, dann wird das Buch ins Inventar genommen und man bekommt das Buch auch als Notcard. Hier sind noch einzelne Bücher, die kann man dann einzeln nehmen oder anklicken und lesen. Hier zum Beispiel hätten wir Abenteuer auf Ceylon als Notecards und das Objekt findet sich aber auch im Inventar bei den letzten Objekten. Da befinden sich alle Notizkarten. Das Buch kann man noch mal extra nehmen, mal kopieren. Immerhin 42 Bücher, ein ganz informativer Ausschnitt über Karl May. Und wenn man sich das Buch über die Indianer noch mal mehr in Ruhe anschauen möchte am Kamin, kann man das hier auch. Und kann dann hier gemütlich blättern. Die Bücher haben natürlich auch ein Menü, wenn man das möchte. Da kann man dann schneller drin blättern und sich orientieren. Vorwärts, rückwärts und so weiter. Gehen wir zum Beispiel mal ein bisschen vorwärts zur Seite. Da war es Seite 42, dann wird also direkt diese Seite aufgeschlagen. Und dann geht es weiter. Nochmal das Ganze im Überblick. Und hier kann man zum Beispiel eine der Teleportmöglichkeiten, wenn wir jetzt zurück möchten, nach Pegasus, können wir hier klicken und dann hier nochmal und dann sind wir wieder zurück auf dem Hauptgelände, auf dem es natürlich auch allerlei zu sehen gibt. Soweit für heute und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.